Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multi-Let's Plays. Hier bei mir ist der Stefan. Abend. und wir sind hier auf der schönen Terra Life plus Holzer Map und machen gerade unser erstes Feld, das wir umbrechen, und da machen wir Mais drauf. Das ist zumindest der Plan. Umbrechen heißt für uns, wir pflügen, grubbern, kalken und dann wird erst gesät. Naja, theoretisch machen wir ja auch aus einem Feld, wo schon sehr, sehr, sehr lange nur Wiese drauf war, machen wir ja jetzt was anderes. Oh, wir haben noch Kalk. Am Händler, wie du gesagt hast. Nun, das ist er. Siehst du, hättest du gar nicht gedacht, ne? So. Ja, schwerer geht das Ding jetzt nicht mehr, was ich jetzt ziehe, ne? Also nur der Kleine, sei froh. Ja, wir haben extra nur den Kleinen gekauft, ne? Ja, klar. Weil ein kleines Gerät heißt, ne, kleine Traktoren heißt kleines Gerät. Jetzt muss ich mal wieder das machen, was ich sonst nie machen muss, ne? Da Bremse stehen beim Fahren. So, die ersten 9000 Liter Kalk für das neue Feld sind jetzt unterwegs und wahrscheinlich werden wir bis zum Ende der Folge brauchen, um dahin zu kommen. Da lacht er einfach. Habt ihr das gehört? Ich würde niemals lachen. Ich weiß, du lachst mich nicht aus, du lachst mich an. Ist schon richtig. Natürlich, natürlich. Und geht besser mit dem Gewicht? Ja. Ja? Also beim Fahren merkst du keinen Unterschied, aber beim Wenden merkst du einen Unterschied. Okay. Aber beim Fahren steht das Ding ja auch mit dem einen Reifen auf dem Boden, ne? Ja, klar. Aber das ist schon nicht schlecht, wenn du beim Wenden dieses Gewicht dran hast, dann schlackert der Traktor nicht so hin und her. Kannst du das Gewicht behalten? Ich habe mir ein eigenes geholt. Ja, so direkt mit Vollspeed hier hoch ist auch nicht, ne? Na. Das ist unser Feld. Ne, das da ist unser Feld. Hier diese blöden. Haben wir nochmal Kleegras? Also wenn wir noch was Heu brauchen, ne? Ist denn schon erntereif? Nee. Nein, wir können ja auch vorerntereif ernten, Naja. ne? Nur desto früher wir ernten, desto weniger Ertrag.
Aber wenn wir jetzt was bräuchten, könnten wir. Mich jetzt auf dem Rückweg wieder verfahren. So wie immer. Ist das nicht herrlich hier? Also abgesehen von den viel zu engen Straßen finde ich die Map immer noch toll. Ich finde sie auch schön. Uwe hat gestern in seinem Stream gesagt, dass wir im 25er das kleinste, was wir bauen werden, ist eine Vierfach. Uwe streamt jetzt mit Bild, habe ich gesehen. Ja, er hat eine Wette verloren. Er hat eine Wette verloren. Ja. Ja, am Abend davor war es so, dass er hatte einen Hype-Train, weiß ich nicht, Stufe 1 oder 2 oder sowas. Und daraufhin meinte einer, ja, Queenie hatte letztens einen Stufe 9. Daraufhin hat er gesagt, ja, Jungs, wenn ihr das jetzt schafft, mehr wie Stufe 9 hier zu machen, ne, dann streame ich morgen mit Cam. Zack, Stufe 12. Okay. Die Leute wollten ihn unbedingt mal mit Facecam sehen. Naja, er hat auch noch ein paar andere Sachen, die er gesagt hat, die er dann macht. Okay. Zum Beispiel? Ja, irgendjemand, der sich den LS eigentlich nicht leisten kann, kriegt jetzt einen LS. 22 natürlich. Und so. Ja, hab ich. Ja. Und, brauchst noch lang? Nö, so lange nicht mehr. Dann kann ich ja jetzt weiter. Ja, du kannst auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter grubbern, ja klar. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber nicht mehr so viel. Naja, und dann natürlich noch die beiden Außenseiten, ne? Ja, klar. Bringt eigentlich Maishäckseln mehr Ertrag als mit Drescher und Maisgebiss für Maissilage? Boah, du Lobby, das weiß ich gar nicht. Also in der aktuellen Version, die wir jetzt hier haben, wird das bestimmt lustig, was das Ganze bringt, weil hier haben wir schon die ganzen Erträge angepasst. Zumindest für Mais. Weißt du übrigens, was wir nachher machen? Nee, wenn was? Wir den Mais ernten, sollten wir hier so weit kommen, dass wir den Mais ernten. Na, wir machen ja Körnermais. Und Körnermais, ja. Der wird nicht gehäckselt. Ja. Und wenn wir dann fertig sind mit dem Körnermais, dann haben wir danach Maisstroh hier liegen. So. Es gibt Maisstroh tatsächlich? Tatsächlich, ja. Okay. Ja, ich meine, was ist denn Stroh?
Stroh ist das, was nach der Ernte auf dem Feld liegt. Die Überreste. Und ja, es gibt tatsächlich Maisstroh. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie groß so eine Maispflanze ist. Ist das ziemlich viel Stroh? Ja. Okay. Na, sagen wir so, der normalerweise hast du einen Strohertrag von je nach Pflanze zwischen 0,7 und 2. Ne? Maisstroh haben wir ausgerechnet, müssen wir auf 6 stellen. Okay. Und dann haben wir festgestellt, dass irgendein Depp eingebaut hat, dass ein Maisgebiss nur ein Zehntel so viel Stroh bringt, wie in der Frucht eingestellt ist. Hm. Also steht das jetzt auf 60. Damit 6 bei rauskommt, ne? Ja, ja. Ah, was der Robert und ich da am Rechnen sind im Moment, das ist nicht mehr. Na, wir gucken uns tatsächlich, kontrollieren wir nochmal alle Saatstärken, Erntemengen, Preise. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Und bei einigen, ne, einige Werte waren gut, aber die meisten Werte haben wir nochmal angepasst. Haben wir uns tatsächlich nochmal Referenzwerte weltweit und so ein Kram. Preise sind natürlich ein bisschen schwierig, weil sich die bestimmte Kornpreise in den letzten, ne, also seit Putin. Haben sich da ein paar Preise etwas anders entwickelt, verstehst du? Ja, natürlich. Ja. Aber das war's, ne? Alter, was wir da gerechnet haben an manchen Stellen. Und dann bin ich ja auch noch so ein Depp, ich teste ja auch noch alles, ne? Jetzt ernten wir mal einen Hektar ab. Und dann gucken wir mal, ob das, was der LS uns rauswirft, tatsächlich das ist, was wir haben wollen. Hallo Achim, TerraLife ist noch recht umfangreich. Wird es eine Doku oder Clip-Videos zum Thema geben? Also eine Doku in Form eines Wikis, wo man die wichtigsten Sachen nachlesen kann, haben wir tatsächlich in Planung. Allerdings haben sich jetzt so viele Änderungen ergeben, dass wir froh sind, das noch nicht gemacht zu haben. Weil das hätte man nämlich jetzt auch komplett umschreiben dürfen bei den ganzen Anpassungen, die wir jetzt gemacht haben, nach dem, was die ganzen Leute noch so gefunden haben an Unstimmigkeiten. Also, es wird definitiv eine Doku geben. Und zwar mit dem Update, wo wir die von euch gefundenen Fehler beheben. Und da steht dann auch alles drin, was man machen kann. Und so. Das ist zumindest der Plan. Und danach schauen wir dann, ne? Wir gucken dann, dass wir im LS25 ist das, was im Wiki steht, was wir im 22er kommen. Können erstmal das Grundmaß für das, was wir dann nachher im 25er mindestens können. Das nicht erst am Ende des 25er. Wo ja Bull und BGO hier sind, die können jetzt einfach mal nicken. Oder dementieren.
Ja, dass das so geplant ist mit dem Wiki, meine ich, ne? Das heißt, alles das, was wir jetzt hier, was ihr jetzt hier im 22er lernt, das ist dann für den 25er, sobald wir Terra Life haben, nicht verloren, sondern alles gut. Ich stelle mir gerade die Wiki, die Wild West als Terra Life Map vor. Naja, wenn der Macher der Map bereit ist, die als Charity in den 25er zu bringen. Ja, für den 22er ist es egal, für welche Map der ist noch abgefahren. Es gibt noch drei, die kommen werden, sobald wir das Update fertig haben. Beginnen da die Detailarbeiten. Hast du gelesen, Stefan? Nee, was denn? BGO meint, er hätte auch schon irgendwas gehört von Wiki oder so. Was mich relativ überrascht, ist die Anzahl an Spielern, die tatsächlich Terra Life sich installiert, also ne, die Mods runtergeladen haben und es tatsächlich versuchen. Also die Menge. Ne, wir sehen das ja im Charity-Projekt an den Download-Zahlen. Ne? Also das ist schon... Wie viel habt ihr jetzt aktuell? Oh, ich weiß gar nicht, was sind die letzten offiziellen Zahlen? Wohl, BGO? Was sind die letzten offiziellen Zahlen? Was darf ich sagen? Nur weil ich alle Zahlen kenne, darf ich nicht alle Zahlen sagen. Wir haben zwar die Zahlen intern in unserem Discord stehen, aber also sagen wir mal so, ich hatte am Anfang echt gedacht, wir kommen vielleicht auf 20.000 Spieler weltweit oder so, ne? Das habe ich tatsächlich gedacht. Weil man muss ja überlegen, Terra Life ist was für Realismus. Ja, klar. Realismus-Spieler, ne? So, das sind ja nur schon mal nur wenige. Dann ist es ja alles mit Skripten und sowas. Das heißt, Konsole kannst du knicken. So, das heißt, wenn du die ganzen Konsolenspieler weglässt und die ganzen Arcade-Spieler weglässt, sind es ja nicht mehr so viele. Was sind es denn so viele Konsolenspieler? Spielen so viele auf der Konsole? Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass mehr als die Hälfte der verkauften Spiele von, also der verkauften LS-Versionen Konsole sind. Was? Und da ich mal irgendwo und ich habe mal irgendwo News gelesen, 5 Millionen verkaufte Exemplare. Wenn ich beides zusammennehme, heißt das, ich habe über 2,5 Millionen Konsolenspieler. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die PC-Versionen da schon echt dominieren. Auf der anderen Seite kann ich natürlich jetzt auch einfach mal raushauen, ne? Ich habe fast 1,9 Millionen Downloads für den Autoload. Ja. Ne? Bei 2,5 Millionen PC-Spielern. Hat es fast jeder Zweite. Ja, mehr als jeder Zweite. Finde ich okay. Ja. Ne? Ich weiß allerdings nicht, wie die Updates und sowas rechnen. Das habe ich keinen Einblick drin. So, das zählt mit. Also ich weiß es nicht. Der Download. Ich weiß es nicht, wenn die Ingame das Ding das erste Mal runterladen, ob das nur zählt oder wenn auch ein Update geladen wird. Ne? Hinzu kommt ja noch die ganzen Leute, die auf dem die auf dem Server spielen. Da lädt ja normalerweise nur der Server das einmal runter. Ja. Ne? Und dann laden sich die Leute das ja meistens vom Server. Ja, klar. Damit sie sicher sind, dass das auch die richtige Version ist. Das Problem kennen wir ja schon, ne? Ja, gut, aber dann verringert sich die Zahl natürlich, ne? Wenn du dann auch noch so große Server hast, wo, weiß ich nicht, 8,
10, 12 Leute spielen, dann hast du eben nicht 18 oder 12 Downloads, sondern nur einen. Richtig, das heißt, die Dunkelziffer könnte sogar noch größer sein. Ja, klar. Dafür weiß ich halt nicht, ob Updates und sowas mitgezählt werden. Kein Plan. Na, aber im Regelfall ist das ist ziemlich warm hier drin, irgendwie. Boah, schon wieder 23 Grad. Glaube ich, muss mal gucken, ob das Fenster offen ist hinten. Gleich zwischen den Folgen. Na, aber ich kann getrost sagen, es sind weit mehr als das Doppelte, wie ich gedacht habe. Nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass viele den Charity-Gedanken leben und trotzdem alles nochmal separat laden. Ja, das ist natürlich, das hoffe ich natürlich auch, ne? Ne, weil das Charity, das ne, mit den, das ist ganz für den wohltätigen Zweck, diese Downloads, das Download-Geld geht, das funktioniert natürlich besser, wenn sich alle das dann tatsächlich auch aus dem Mod-Hub laden, ne? Wenn die das alles vom Server laden, sind natürlich Downloads, die da weggehen, ne? Das ja mal definitiv. Eigentlich wollte ich noch nicht anfangen zu kalken, ne? Bist du hier? Nicht? Bist du hier? Ne, eigentlich wollte ich warten, bis du fertig bist mit Flügen. Bist du hier schon bis zum Rand gewesen? Warte, ich muss hier gerade dieser schräge Rand hier, meine ich. Ja, da bin ich bis zum Rand. Ja, dann kann ich den ja schon mal grubbern. Ah, das Stückchen kriegen wir jetzt auch noch hin, ne? Welches Stückchen? Das, was ich hier mache, oder was? Ja, ich meine, das Stückchen, Rest vom Feld hier. Ja, das ist ja nicht mehr viel. Ja, aber bei 3,20 Meter, ne? Oder was hast du da? Ja, das dauert schon was, ne? Aber es macht jetzt auch keinen recht wenig Sinn, dass ich in der Mitte schon mal anfange zu Kalk zu streuen, oder? Macht das Sinn? Oh. Was heißt denn in der Mitte? Du hast doch schon was gegrubbert. Aber eigentlich möchte ich ja schöne lange Bahnen fahren. Ach so, na gut. Naja, aber bevor ich dir nachher auf die Füße trete. Ich muss halt nur gucken. Wäre halt nur optisch natürlich besser, wenn ich nur da kalke, wo du noch nicht geflügt hast, ne? Und wo noch nicht gegrubbert ist. Da haben wir natürlich mehr von. Dann musst du noch ein Minütchen warten. Naja, ich habe ja hier schon eine Feldgrenze, ne? Ich mach das jetzt auch frei nach Schnauze und ohne GPS. Das ist doch okay. Wobei, so viel ist das gar nicht. Nur 0,75. Okay. Ich hätte gedacht, da geht mehr drauf. Ja.
der anderen Seite, hier ist hier schon mal plus 1. Ja, gut. Ja, sind wir mal fast 20% weg. Ich wollte gerade sagen, ne, es geht doch was drauf. Ich denke gerade nur, gut, dass ich mir Gewicht mitgebracht habe. Weil der hoppelt jetzt auch so schon vorne. Ja, liebe Zuschauer, haben wir es in zwei Folgen noch nicht geschafft, fertig zu werden. Aber wir haben ja heute noch ein paar Folgen. Und ich denke schon, dass wir in der nächsten Folge fertig werden mit dem Kalken. Und Lügen und Kummern. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüss.